Ja, Freunde, herzlich willkommen. Wir haben heute eins der wildesten Autos, die wir jemals hier bei uns zu Besuch hatten. Und die meisten von euch haben den wahrscheinlich auch noch nie live gesehen. Werden ihn vielleicht auch nie live sehen, keine Ahnung. Oder wissen, geschweige, dass es... Oder genau, vielleicht wissen sie auch gar nicht, dass es den gibt. Wenn ich sage SP1, werden die meisten sagen SP1, SP1. Da gab es noch mal was von VW, oder? Da gab es noch was von VW. Ich glaube, es gab auch mal eine Zündapp SP1. Nee, Quatsch, aber ich erweitere dann um Ferrari Monza SP1. Ein geisteskrankes Auto. Es ist einfach vollkommen verrückt. V12, 810 PS, 1500 Kilo beim SP1. SP2 ist etwas schwerer, 50 Kilo schwerer. 20 Kilo schwerer. 90 Liter Tank, immer angenehm. Was soll ich jetzt sagen? Es ist einfach vollkommen irre. Wir sind beide vollkommen geflasht. Wir haben hier gerade irgendwie so 10 Minuten vor diesem Apparat gestanden und haben uns gedacht, das ist alles irgendwie, weiß ich nicht, kann eigentlich gar nicht wahr sein. Aber doch, es ist wahr. Es ist einfach krank. Das ist eins der wenigen Autos, die könntest du so in irgendeinen Raum stellen und dann wäre das einfach ein Kunstwerk. Fertig. Beziehungsweise es ist einfach, es wäre nicht, es ist einfach ein Kunstwerk. Seitliche Ansicht auch krass, gefällt mir richtig gut. Ich finde optisch auch den SP1 schöner als den SP2 tatsächlich. Beim Heck, das ist mir ein bisschen zu flach. Also da, ich finde der Diffuser, der müsste jetzt noch so ein bisschen geisteskranker sein. Dann, also ich meine nicht, dass es nicht geisteskrank genug ist, ne? Aber. Aber da hat doch Mansory, was Mansory eine Abhilfe geschafft? Ja, Mansory, genau. Die haben einen geisteskranken Diffusor gebaut und auch einen wilden, ganz wilden Frontsplitter. Wo ich sage, okay, ich also bin echt kein Mansory-Fan, aber das ist wirklich nicht schlecht geworden. With the one of one, the only one in the world, the Mansory Monza, being the SP2 with different colored seats. But of course, being Mansory, they've added this crazy carbon front splitter, the carbon wheels. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn du ein Auto kaufst für 1,5 Millionen Euro Liste, was auf dem Graumarkt momentan wahrscheinlich, keine Ahnung, 7 Millionen bringt oder ich weiß nicht, nehmt irgendeine wilde Zahl, die wir uns eh alle nicht leisten können, das wird wahrscheinlich der Preis sein. Dann ist halt die Frage, ob man dann da irgendwie noch irgendwelche Mansory-Teile dran schrauben muss oder ob man das möchte. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass der Geschäftsführer von Ferrari kommt, dich an den Füßen nach Modena schleift und da auspeitscht auf dem Marktplatz. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Deswegen, ich würde das Auto, glaube ich, tatsächlich nicht antasten. Ja? Würde ich mich nicht trauen. Jetzt haben wir viel geguckt, ihr habt viel gesehen. Jetzt machen wir ein bisschen Sound, weil der ist echt sehr gut. Und fahren eine Runde. Und dann fahren wir mit einem Einsitzer eine Runde. Also, ich fahre eine Runde, nehme euch alle mit. Richtig. Digital. Digitale Beifahrer. So, Freunde. Dann düsen wir jetzt mal eine Runde mit dem Apparat. Und, weil keine Frontscheibe, braucht der Fatih natürlich seine gute Top Gun-Brille. Schön an Tom Cruise angelehnt. Es ist einfach so ein komisches Gefühl, das ist halt einfach mal, das ist halt mal ein Cabrio, ne? Wahnsinn! Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Es ist absolut verrückt, hier mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren. Es ist natürlich herrliches Wetter. Es ist einfach nur... Bekloppt. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sehr übersichtlich, ist natürlich relativ wenig im Weg, was die Sicht behindert. Von dem her, sag ich mal, ist er natürlich schon extrem angenehm. Es ist echt wild. Und was ich richtig geil finde, sind einfach die Reaktionen auf dieses Auto. Gerade bei Kindern, ne? Wie die Kids, wie die abgehen, wenn die dieses Auto sehen, das ist so geil.
einfach nur schön. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Also wenn ich jetzt überlege, ich bin so 12, fahre mit meinem Mountainbike durch die Gegend und sehe dann so ein Ding, wo die meisten wahrscheinlich noch nicht mal von wissen, dass es den gibt. Einfach irre. Und dann hast du natürlich auch noch die Leute, die so tun, als fänden sie es komplett scheiße. Also schneller fahren ist, glaube ich, nicht so geil ohne Helm. Wir haben hier unten ist so ein Staufach hier unter der Klappe. Da liegt auch ein Helm drin. Ne? Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Angst, die Klappe aufzumachen, weil ich glaube, dass ich ja nie wieder zukriege einfach. Sound überragend. 12 Zylinder. So, Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall noch jemanden glücklich gemacht. Das ist auch immer wichtig. Jetzt muss ich hier meine Tom Cruise Brille wieder aufziehen. Ach, damit ich dann hier Top Gun mäßig in den Sonnenuntergang hämmern kann. Und natürlich auch mal wieder ein fettes Dankeschön an meinen Kumpel Steffen, der mir mal wieder so ein wildes Auto zur Verfügung stellt. Checkt mal seinen Kanal ab, der ist nur auf Instagram unterwegs, aber macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, ihm zu folgen. Immer geile Autos und wer auch Uhren mag, sollte da vielleicht auch mal vorbeischauen. Auch da hat er immer guten Stuff am Start, Always Aperta Instagram, steht auch in der Infobox unten. Checkt ihn ab, ein geiler Typ, wirklich super nett und guten Geschmack. Ich glaube, da hätte ich reingemusst. Mist. Bis in die dritte Welle, gar kein Problem. Man könnte es, denke ich, auch weiterziehen. Der Apparat marschiert geisteskrank. Wirklich. Ja, Leute. Dieses Auto ist 1000% Emotion. 1000% Emotion, kann man nicht anders sagen. Es ist einfach Wahnsinn. Ich darf jetzt hier irgendwie gar nicht links abbiegen, aber ich mach's trotzdem. Es ist ein so schön zu fahrendes Auto. Du kannst, also du sitzt hier drin und du merkst sofort, was geht, was nicht geht. Herrlich. Haben die Jungs und Mädels bei Ferrari wirklich sehr gut gemacht. Ich fahre hier gerade in den Sonnenuntergang rein. Es ist alles so unecht irgendwie. Hammer. Einfach der Hammer. Gut. Oh. Lass es dir schmecken. Meine Tom Cruise Brille wieder abnehmen. Wie war's? Ist das ein krasses Ding. Ey, das ist... Dich hat man auf jeden Fall schon ewig lang gehört. Echt? Und ich bin nur gerollt.
wirklich, zweite Gang, irgendwie 35 km/h, das war so die Geschwindigkeit, die am ehesten langsam war. Wahnsinn! Und ich habe es ungefähr neu, also ich war völlig geflasht, ich habe auch nur dummes Zeug und Blödsinn gesagt und erzählt und Sachen völlig ohne Zusammenhang. Was ist mit der GoPro eigentlich? Oh, das ist natürlich sehr schade. Aber Kamera? Ja. Tipptopp. Kamera, also hier, also das ist der Wahnsinn. Also wenn jetzt der, wenn wir den Saugnapf da gleich abmachen und der Lack nicht ab ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich bin wie, also wie gesagt, Emotionen, ne, haben die ja voll drauf. Die Italiener? Also, ja. Unfassbar. Das Auto, wenn du sagst, Ferrari ist scheiße, ist okay. Fahr 5 Meter. Fahr 5 Meter, dann ist fertig mit Ferrari ist scheiße. Wahnsinn. Also fährt mega, macht Spaß. Es ist einfach wirklich ein ultra geiles Auto. Absolutes Designerstück. Sexy, laut. Hammer. Einfach der Hammer. Wirklich. Einfach der Hammer. Das Ding marschiert. Das Ding marschiert, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und fühlt sich halt bestimmt extrem puristisch an, weil du halt im Freien bist. Du sitzt draußen, du kriegst alles in die Fresse. Ja, dann habe ich die Kappe umgedreht, weil ich mir gedacht habe, bist du schlau? Ja, nix. Du hast so Luftverwirbelung im Nacken, dann fliegt die mir weg. Dann habe ich sie wieder richtig aufgezogen, dann wird die so runtergedrückt und dann sitzt du da so drin. So Jesse James-Style, weißt du? Wahnsinn. Also wirklich der Hammer. Braucht man das? Ja. Okay. Perfekt. Also nein, aber welche Farbe nimmst du deinen? Ich würde den so nehmen. Ich muss gleich mal gucken, PayPal-Guthaben. Und dann schiebe ich dem Steffen das so rüber und dann. Nein, der Steffen behält sein. Ja, keine Chance. Also das ist halt das Geile auch beim Steffen. Das ist ein echter Sammler. Und echte Sammler verkaufen halt nichts. Weil sonst sind es ja keine Sammler mehr. Und? Wichtiger Punkt, was mit dem SP3? Ah ja, also, wenn du im Besitz eines SP1 oder SP2 bist, dann darfst du weitere mehrere Millionen Euro an die Firma Ferrari überweisen und bekommst einen SP3. Ja, der hat keine 3 Sitze, glaube ich, aber auch ein sehr, sehr wildes Ding. Und ich glaube, dass alle die Leute, die einen hatten und den für viel Geld verkauft haben, sich jetzt richtig in den Arsch beißen, weil die kriegen keinen SP3, weil sie sind ja keine Besitzer eines SP3s. Aber auch die neuen Besitzer, die das Auto quasi Retail gekauft haben, bekommen halt. Die Jungs, die jetzt gesagt haben, das ist meine Karre, was kriegst du 5 Millionen, hier, PayPal. Selbst, also die werden jetzt quasi richtig belohnt, weil es geht um die Besitzer. Und nicht um die, die das mal ursprünglich irgendwann gekauft haben. Also das wird scheinbar richtig kontrolliert. Finde ich irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Ich finde das, weißt du, du musst die Leute, auch die Leute, die quasi keine GT3-Quote bekommen und bereit sind, mehr zu zahlen, weil sie das Ding unbedingt wollen, ja, die musst du doch belohnen. Ja. Die musst du belohnen, ne? Und natürlich auch die Leute, die seit 25 Jahren der Marke treu bleiben. Das ist auch immer ein wichtiges Thema. Also wirklich. Ich bin total geflasht. Nochmal, Steffen, vielen, vielen Dank, dass du uns das Vertrauen schenkst, dass wir mit diesem Apparat hier was drehen durften. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte haut in die Kommentare noch mehr so bekloppte Sachen. Oder, ja, wir sind durch. Wir müssen jetzt erstmal unser Red Bull trinken, um den Puls wieder runterzukriegen. Steig mal in den Monster und fahr nach Hause. Okay, mach. Ciao.